Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Stine Oliver, die nämlich Miep und Moppe geschrieben hat und ich führe heute ein kleines Interview mit ihr. Und ja, magst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Ja, hallo, ich bin Stine. Wie Lucia schon erzählt hat, bin ich die Autorin von Miep und Moppe. Ich komme aus Bremen, also aus dem hohen Norden und das schlägt sich auch im Buch nieder. Ja, das stimmt. Und dann kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage. Du bist ja mit deinem Buch für den Deutschen Self-Publishing-Preis nominiert gewesen. Und was war das für ein Gefühl für dich, als du erstmal gesehen hast, okay, ich bin auf der Longlist von so vielen eingesendeten Büchern, bist du unter die Top 12 gekommen? Ja, also das war wirklich Hammer. Ich habe damit nicht gerechnet. Es sind über 1800 Bücher eingereicht worden in zwei Kategorien. Und ich bin nominiert gewesen in der Kategorie Belletristik, Kinder- und Jugendbuch. Und habe es dann tatsächlich auch auf die Shortlist geschafft. Und da war dann gestern Mittag Preisverleihung. Leider ist es das andere Kinderbuch geworden, das Mucksmäuschen. Aber es ist trotzdem großartig. Also dieses ganze Drumherum, es macht total viel Spaß. Ich habe ganz, ganz viele liebe Leute schon kennengelernt. Und gönne ist natürlich der Siegerin von Herzen. Ja, also im Endeffekt haben ja alle irgendwie gewonnen. Genau. Alle waren dabei. Es war eine super schöne Aktion. Ja, wie bist du denn eigentlich auf die Idee für Miep und Moppe gekommen und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich mache da jetzt ein Buch raus, ich schreibe jetzt ein Buch? Also das Buch spielt ja in Ostfriesland. Ich komme zwar nicht aus Ostfriesland, aber aus einem vergleichbaren, Region, aus dem Elbe-Weser-Dreieck. Ich komme vom Dorf tatsächlich gebürtig. Und dieses Dorfleben und dieses als Teenager genervt sein vom Dorfleben, das kommt, glaube ich, ganz gut raus bei Miep. Also Miep ist ja 13 gerade geworden und macht Ferien bei Oma auf dem Land und langweilt sich total, obwohl sie gerne liest. Naja, und das war so die Grundinspiration. Ich mag total gerne Tiergeschichten, also seit meiner Kindheit, aber auch als Erwachsene. Also ich liebe auch Disney-Filme und mag total gerne so Kinderbuchklassiker, in denen Tiere irgendwie eine Rolle spielen und wo es so ein bisschen humorvoll zugeht. Und so alle meine Interessen und meine Lieblinge sind irgendwie so ein bisschen, glaube ich, damit eingeflossen. Du sagst gerade, du magst Disney-Filme. Hast du denn so einen, wo du sagst, das ist mein absoluter Liebling oder? Ja, Lilo und Stitch tatsächlich. Okay. Und das merkt man unter anderem daran, dass die Widmung im Buch der Ohana gilt. Mhm. Und wer Lilo und Stitch kennt, weiß, dass Ohana auf Hawaiianisch Familie heißt. Mhm. Und unter Familie fasse ich nicht nur meine eigene Familie, die Blutsverwandtschaft sozusagen oder die Angeheirateten, sondern alle Miep und Moppe Leser gehören eigentlich dann mit zu meiner Ohana. Also ich finde dieses Konzept ganz schön. Genau, und Lilo und Stitch ist mein absoluter Lieblingsfilm. Da gibt es dann ja auch Elvis-Musik. Elvis-Musik kommt bei Miep und Moppe ja auch vor. Das merkt man, glaube ich, schon. Also ja. da kann ich auch herzlich wenig gegen tun. Das war jetzt auch gar nicht so geplant, dass ich gedacht habe, so und diesen Disney-Film, den bringe ich da jetzt irgendwie mit ein, sondern das sind so kleine Aspekte, die da dann irgendwie den Weg reingefunden haben. Und das ist eher Zufall, aber vielleicht, wenn man mich kennt, auch nicht so zufällig. Ich muss auch sagen, ich finde auch so die Freundschaft dann so zwischen Miep und Moppe kann man auch schon so ein bisschen vergleichen wie bei Lilo und Stitch. Die ist auch zuckersüß und ja, man glaubt erst gar nicht, dass so zwei vollkommen verschiedene, sag ich jetzt mal, Wesen zusammenkommen können, aber dann entwickelt sich da so eigentlich so schon Liebe raus, so freundschaftliche Liebe, ne? Mhm. Jetzt wo du das sagst, da merkt man, ne? Ja. Ja. Wolltest du denn schon immer ein Buch schreiben oder hattest du dann auf einmal die Geschichte im Kopf und hast gesagt, so, ich möchte jetzt, dass das ein Buch ist, oder war das schon immer so dein Wunsch, ich schreibe irgendwann mal ein Buch? Ja, also tatsächlich, ich schreibe irgendwann mal ein Buch, war schon immer mein Wunsch, wirklich seit ich schreiben kann. Ich habe schon immer viele Geschichten geschrieben, aber habe Journalismus gelernt und auch als Journalistin gearbeitet und habe dann eher immer die Geschichten der anderen geschrieben und dann halt auch keine Bücher. Ja, und mal eben so ein Buch schreiben ist ja auch nicht. Und ich brauche für alles irgendwie ein bisschen länger, auch fürs Bücherschreiben, wobei dann letztendlich Miep und Moppe, das hat gar nicht so Ewigkeiten gedauert. Das Anfangskapitel, das habe ich tatsächlich vor 3 Jahren als Kurzgeschichte mal geschrieben und da auch nicht viel dran verändert und das dann aber ganz lange liegen gelassen. Also ich glaube so 1 Jahr oder 1,5 Jahre und da war jetzt die Buchidee gar nicht so, dass ich gedacht habe, so und jetzt mal machen. Und dann kam das aber irgendwann,
die Kreativität oder irgendwie so der letzte Anstoß, der kam dann irgendwann. Und als es einmal ins Rollen kam, war ich dann auch total drin in der Geschichte und habe dann irgendwie von morgens bis abends dran gedacht. Mhm. Also es ist bei mir zum Beispiel so, ich schreibe ein bisschen mit Konzept. Also ich habe schon irgendwie einen Rahmen irgendwie. Ich habe auch Kapitelrahmen, so dann passiert grob das und das. Aber ich lasse mich auch gerne davon überraschen, was meine Figuren machen. Und da passiert dann schon manchmal etwas, wenn ich das hinterher lese, dann denke ich, wo kommt das denn jetzt her? Und das macht wahnsinnig viel Spaß, also da sich überraschen zu lassen. Habe ich jetzt deine Frage beantwortet oder bin ich total abgeschweift? Nee, alles gut. Nee, ich finde auch, man merkt dann halt auch, dass die Charaktere vielleicht dann doch irgendwie woanders hin möchten, als man selbst es erst geplant hat. Mhm. Aber ich finde es gar nicht schlecht, im Gegenteil, ich finde das gut, weil das ist dann so total natürlich und das mag ich immer total, wenn man das in Büchern merkt, und das hat man auch in deinem Buch total gemerkt. Es war auch einfach so flüssig, es war nicht so erzwungen und ja, es war einfach richtig schön. Und unsere Protagonistin Miep, also unsere 13-jährige Miep, die verwandelt sich ja in ein Eichhörnchen. In was für ein Tier würdest du dich denn gerne verwandeln können, wenn du dir eins aussuchen dürftest? Die Frage ist mir jetzt schon ein, zweimal tatsächlich gestellt worden. Und dann komme ich ins... Ehrlich gesagt habe ich das früher als Kind mir, glaube ich, gar nicht so sehr gewünscht. Mhm. Also ich habe mich schon immer gefragt, was Tiere denken, was Tiere machen so den ganzen Tag. Und das ist schon auch ein bisschen vermenschlicht. Also ich glaube, da kommt dann die Disney-Liebe auch... die kriege ich einfach nicht raus. Aber verwandeln, das war irgendwie nie so meine Idee. Und jetzt, wo die Frage kommt, überlege ich dann. Und es gibt so viele Tiere, in die ich mich gerne verwandeln würde. Ich wäre zum Beispiel gerne ein Delfin vor der isländischen Küste, weil das da wunderschön ist irgendwie. Das ist auch wahrscheinlich nur einen Moment schön, bis dann der erste Wal kommt und irgendwie nach mir schnappt. Eichhörnchen ist schon irgendwie ganz cool. Hase auch. Also ich glaube grundsätzlich, meiner Persönlichkeit käme eine Hauskatze tatsächlich am nächsten. Also viel liegen, viel schlafen, sollte kuschelig sein, sollte irgendwie immer genug Snacks irgendwie vorhanden sein. Und ja, ist so ein Klassiker, aber ich mag Katzen tatsächlich total gerne. Und ich glaube, eine Hauskatze wäre es dann letztendlich. Okay, und warum sind es in Miep und Moppe jetzt ein Hase und ein Eichhörnchen geworden? Hat es einen bestimmten Hintergrund oder waren dir diese Tiere dann, sag ich jetzt mal, einfach so sympathisch oder hat das einfach einen bestimmten Grund? Also Eichhörnchen gehören absolut zu meinen Lieblingstieren, mag ich total gerne. Und Zwergkaninchen, Moppe ist ja ein Zwergkaninchen, der wird zwar immer Hase genannt, weil es einfach ein kürzeres Wort ist. Und Kaninchen, also es taucht schon auf. Und es gab dann auch mal von ein, zwei Lesern, die haben dann bemängelt, naja, aber sachlich stimmt es ja nicht. Es ist ja ein Kaninchen und kein Hase. Hase sind ja diese Feldhasen, die großen mit den längeren Ohren und so. Aber das erklärt Moppe ja ganz logisch. Er nennt sich selber Hase, das ist viel einfacher und viel schneller. Und ich mag auch Zwergkaninchen total gerne. Also die gehören so zu meinen ungefähr 5, würde ich sagen, Lieblingstieren. Mhm. Und es sollten kleine Tiere sein, es sollten auch nicht ganz so gewöhnliche Tiere. Also ich wollte nicht Hund, Katze, das sind jetzt auch keine wahnsinnig ungewöhnlichen Tiere, ne? Aber es sollte irgendwie ein bisschen besonders sein. Und die sollten schnell, flink, wendig sein, weil, wenn man das Buch liest, weißt du ja, dann passiert noch mal ein bisschen was. Ich wollte gerade sagen, mit den kleinen Tieren konnte man dann auch ein bisschen besser arbeiten, ein bisschen mehr die Welt ein bisschen anders erschaffen, so Hund und Katze wäre, ja, die leben halt zu Hause, ne? Genau. Und so Magassi, also die Hunde jedenfalls. Genau. Ne? Die können jetzt so nach draußen, wobei bei Zwergkaninchen leben ja auch nicht in freier Wildbahn, wobei Moppe ist ja adoptiert von einer Wildkaninchenfamilie. Also ich habe mir da schon so einige schräge Wendungen irgendwie überlegt und mache mir die Welt so wie Pippi Langstrumpf, wie sie mir gefällt. Kinder so, ich kenne das, Kinder haben ja immer unterschiedliche Wünsche. Die einen wollen Prinzessin werden, ich wollte früher Schauspielerin werden, daraus ist nichts geworden, wie wir sehen. Du hast ja noch Zeit. Was war denn dein Kindheitswunsch? Ich wollte tatsächlich immer was mit Schreiben machen. Mhm. Also viel später kam ja so dieses irgendwas mit Medien auf. Ja. Das war noch nicht meins, aber letztendlich bin ich das geworden, irgendwas mit Medien. Also ich bin ja, wie ich schon sagte, Journalistin, Redakteurin, habe auch in der PR schon gearbeitet. Also als kleines Kind auf dem Land bedeutete für mich Schreiben eher, obwohl ich sehr viel immer von Anfang an gelesen habe,
meine Mutter war Sekretärin oder war Verwaltungsfachangestellte. Und das war für mich Schreiben. Also ich mag auch gerne mit der Hand schreiben und so. Also es sollte irgendwas mit Schreiben sein. Und ja, was ich dir schon erzählt habe, ein Buch schreiben wollte ich auch immer. Aber es war nicht Autorin tatsächlich. Also das kam später. Okay. Aber jetzt dafür umso mehr. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, dein Buch als Self-Publisherin rauszubringen? Was hat dich dazu ermutigt, es im Nachhinein beim Deutschen Self-Publishing-Preis einzureichen? Weil ich finde, wie du schon sagtest, es wurden über 1800 Bücher eingereicht. Das ist ja schon was mir persönlich, da hätte ich Respekt vor. Wie kam es erstmal überhaupt dazu, dass du dein Buch im Self-Publishing rausgebracht hast? Das Buch ist schon mal bei der Frankfurter Buchmesse tatsächlich 2017 über eine Agentur vermarktet worden, beziehungsweise es gab den Versuch und es gab auch einige Verlage, die interessiert waren. Und irgendwie sind wir aber nicht so zusammengekommen. Also aus verschiedenen Gründen, weil es dann irgendwie nicht so in deren Programme passte oder weil ich dann vielleicht auch nicht so glücklich gewesen wäre, wenn ich es total hätte umbiegen müssen. Also dafür war die Geschichte dann schon zu fertig. Was jetzt bei anderen Büchern kommt, das schauen wir mal. Aber das war dann irgendwie so der Hauptgrund, dass es da nicht geklappt hat. Aber es war dann wirklich fertig, noch nicht mit Illustration. Also da hatte ich nur das Cover, dann dachte ich, das wäre ja jetzt schön blöd, wenn ich das wieder in die Schublade stecke, weil es gefiel mir total gut und es gefällt mir auch immer noch total gut. Mhm. Also es ist ja auch manchmal so, dass man mit etwas Abstand dann denkt, nee, das kann ich noch besser. Also sicherlich kann man immer noch besser werden, aber es gefiel mir einfach so gut. Und dann habe ich mich halt informiert über Self-Publishing und bin dann bei Books on Demand gelandet und bin da total glücklich. Also ich habe da jetzt wirklich alles selber gemacht, von vorne bis hinten. Also die Illustratorin, die Ellie Brockmann, das ist natürlich die Haupteintrittskarte. Ne? Also die beiden, die sind so süß geworden, als könnte sie in meinen Kopf gucken. Wir haben ein, zwei kurze Gespräche geführt, wir sind befreundet. Und ich habe ihr dann gesagt, okay, das soll reduzierter sein, das soll ein bisschen skandinavisch wirken. Also es soll nicht so kunterknallebunt sein, wie ja oft Kinderbücher sind. Ne? Also auch nicht mit rosa und so, ihr zwei Mädchen. Also hellblau ist meine Lieblingsfarbe, das sollte unbedingt vorkommen. Und da habe ich halt im Self-Publishing die Möglichkeit, alle Freiheiten, aber muss mich natürlich auch um alles drumherum kümmern. Ja, also der Self-Publishing-Preis. Davon habe ich dann gehört. Ich glaube auch tatsächlich über Books on Demand. Und da habe ich gedacht, ach komm, verlieren kannst du ja nichts. Das war auch ganz easy. Da kann man sich online anmelden. Da lädst du dann das Cover hoch und eine Leseprobe. Und das war dann ganz schnell gemacht. Und dann habe ich es, ich will nicht sagen, ich habe es vergessen, aber ich habe mit nichts gerechnet, ehrlich gesagt. Und dann kam irgendwann die Longlist-Nominierung und da war ich schon so geflasht, vor allen Dingen, als ich dann gehört habe, wie viele Bewerber es gab. Also allein in dieser Kategorie gab es, glaube ich, 1300. Und da dann aufzufallen, ne, also die stecken da alle wahnsinnig viel Herzblut rein. Und wenn man sich das mal anguckt, auch am Stand, nicht nur von Books on Demand, sondern von vielen Self-Publishing-Anbietern, da steckt so viel Qualität drin, so viel Zeit, so viel Arbeit, also in allen Facetten. Und und dann war mein Ehrgeiz geweckt. Also dann wollte ich natürlich auch unbedingt auf die Shortlist. Also und da habe ich total mitgefiebert irgendwie. Das wurde, es verwischen sich gerade so die Eindrücke. Also da gab es dann halt die Nominierung, ich glaube, ungefähr vor einem Monat. Da bin ich nun und bin total glücklich, dieses Nominierungslogo jetzt hast du auf jeden Fall super mitnutzen gemacht. Zu können. Self-Publishing wird ja so immer ein immer größeres Thema, beziehungsweise ist jetzt in den letzten Jahren immer größer geworden. Immer mehr Autoren sagen, auch schon, okay, da mache ich das alleine, da habe ich die Macht, die Gewalt, alles selbst zu entscheiden. Was würdest du denn Autoren für Tipps geben, die jetzt sagen, okay, ich möchte mein Buch jetzt selbst veröffentlichen? Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagen kannst, so, achte da drauf? Also letztendlich, aber das ist immer so, glaube ich, beim Bücherschreiben, Disziplin ist neben Talent und Ideen einfach wahnsinnig wichtig.
Und gerade im Self-Publishing ist Disziplin umso wichtiger, weil da musst du dann auch wirklich durchhalten. Da kannst du dann nicht irgendwann abgeben an die Experten, sondern du musst dann erstmal dich wirklich reinfuchsen auch in vieles. Ich habe meine Homepage selber gemacht, ich mache meine Visitenkarten selber und so. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Sicherlich macht es auch total viel Spaß, mit Verlagen zusammenzuarbeiten und vielleicht passiert das ja auch nochmal. Aber man muss schon dranbleiben, man muss schon am Ball bleiben und man muss darauf schon Bock haben und man muss auch Lust haben, rauszugehen und sich zu präsentieren. Mhm. Also du musst schon als Self-Publisher musst du noch mal mehr, also ein bisschen Extrovertiertheit an den Tag legen. Also wenn du keine Lust hast, viel mit Leuten zu sprechen und vielleicht auch mal irgendwo anzurufen oder irgendwo hinzuschreiben und zu sagen, so, ja, hallo, hier bin ich, dann wird es einfach ein bisschen schwerer. Mhm. Jetzt hatte ich noch die Frage, wie sind die Illustrationen denn entstanden? Du hattest ja gerade gesagt, dass deine Freundin die Illustrationen gemacht hat. Und war das denn so, dass das Buch schon fertig war und du brauchtest noch die Figuren? Oder hattest du die Geschichte im Kopf, sie war noch nicht aufgeschrieben und hast dann gesagt, so, ich brauche jetzt noch, ja, ich sag mal, was Festes? Nee, das Buch war fertig im Sinne von, das Manuskript stand, das war noch nicht der allerletzte Bearbeitungsstand, aber zumindest so, das erste Kapitel, das hatte ich ja erst schon erzählt, das gab es ja schon länger. Das habe ich ihr dann mal geschickt und habe ihr das erzählt und ich wusste, wie sich die Figuren entwickeln werden, wie die sind. Das konnte ich ihr alles erklären und dann ging das eigentlich ganz easy. Also sie hat mir erst die Figuren, diese Einzelfiguren, noch nicht das Cover gezeichnet. Damit war ich von Anfang an total glücklich. Also ich glaube, wir haben nur was an der Haarlänge von Miep, also die hatte ursprünglich etwas längeres Haar. Mhm. Das haben wir ein bisschen kürzer gemacht. Ansonsten war es schon gleich von Anfang an perfekt. Ich wollte unbedingt eine rothaarige Heldin haben, weil ich liebe rothaarige Heldinnen. Also ich mag Pippi Langstrumpf, wobei noch lieber mag ich Anne of Green Gables. Also Mädchen, Frauen mit roten Haaren, aber auch Männer mit roten Haaren. Mein Mann hat zum Beispiel auch rote Haare. Menschen mit roten Haaren, die haben bei mir schon mal sofort einen Stein im Brett. Deswegen war immer klar, meine erste Buchheldin muss rote Haare haben. Das war dann also klar und dann hat mir die Elli 3 Coverentwürfe gemacht und hat mir gesagt, guck das mal an, ich habe einen Favoriten, ich sag dir aber nicht welchen. Und ich habe es angeguckt und ich war sofort in diesen verliebt irgendwie, also nicht in die klassischen, typischen, die waren bunter, die waren auffälliger, die waren auch jetzt nicht total schreiend und so, nichts mit Glitzer und Rosa und so, aber ja, da waren wir uns also sofort einig. Also als ich gesagt habe, ich will den, dann meinte sie, ja, das passt ja perfekt. Den will ich auch. Das wäre jetzt auch mein Highlight gewesen. Genau. Das ist schön, dass ihr euch da so einig wart. Habt ihr euch denn dadurch kennengelernt oder kanntet ihr euch schon vorher? Nee, wir kannten uns tatsächlich vorher. Die Elli ist Illustratorin. Die hat auf dem Land, da wo ich gebürtig herkomme, hat sie ein Malstübchen, wo sie Malkurse für Kinder und Erwachsene macht und macht halt Illustrationen, auch Buchillustrationen ab und zu. Aber ich kannte ihre Arbeiten, aber wir haben noch nie zusammengearbeitet. Wir haben tatsächlich die Entwicklung, weil ich dann nicht so häufig nach Hause gekommen bin in die Heimat, haben wir dann tatsächlich über FaceTime auch ganz oft gemacht und haben uns dann mal gezeigt, so ja hier, so da und haben uns tatsächlich auch erst hinterher, als das Cover stand, dann nach 2 Monaten oder so wieder gesehen. Das war toll, dass es da keine Streitigkeiten gab und dass alles so schön gepasst hat. Nein, aber mit Elli kann man auch super zusammenarbeiten. Also gut, ist natürlich klar, wenn wir befreundet sind, dass wir uns gut verstehen. Schön. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Werden wir noch was von dir zu lesen bekommen? Und explizit meine Frage, arbeitest du vielleicht auch, gibt es vielleicht auch Miep und Moppe 2? Also werden wir noch was von unseren Helden zu lesen bekommen? Auf jeden Fall. Die Nominierung für den Deutschen Self-Publishing-Preis ist jetzt gerade in Teil 2 so ein bisschen reingegrätscht. Das heißt, ich war jetzt gedanklich und zeitlich einfach da mehr involviert und habe mich darum mehr gekümmert. Aber ja, Teil 2 steht im Prinzip im Sinne von, es ist grob durchgeplant. Mhm. Ich muss mich nur noch kurz hinsetzen und schreiben. Also da soll es auf jeden Fall den zweiten Teil geben. Und dann gibt es so ein paar andere Projekte, die in Arbeit sind. Da ist aber noch nichts wirklich spruchreif. Da bin ich auch noch in Gesprächen. Und dann schauen wir mal. Also ihr sollt auf jeden Fall mehr von mir lesen und hören. Und
wenn ihr bei Instagram mir folgt oder bei Facebook, dann kriegt ihr das mit. Das ist sehr schön. Ich werde ihre Kanäle auf jeden Fall verlinken. Dann könnt ihr da sehr gerne mal vorbeischauen. Und wie sieht es denn genremäßig aus? Bleibst du im Kinderbuchgenre oder könntest du dir auch, ich weiß nicht, irgendwas anderes vorstellen, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt auch nochmal gerne schreiben? Oder hast du da vielleicht schon eine grobe Idee? Weil du sagtest ja gerade, du hast schon so ein paar grobe Denkansätze. Also Miep und Moppe ist ja tatsächlich vordergründig zwar ein Kinderbuch, aber es ist eher so Kinder-Jugendbuch. Also Lesealter beginnt bei 10. Und ich habe es aber tatsächlich als All-Ager angelegt und habe auch ganz viele ältere Leser schon, also auch um die 40, 50 bis hoch 80. Und die sind nicht mit mir verwandt oder befreundet. Also es ist tatsächlich so, dass das funktioniert, so wie ich das geplant habe. Und darüber freue ich mich natürlich wahnsinnig. Also ich mag das gerne, wie ja auch Disney-Filme oft sind, um da nochmal die Schleife zu kriegen, dass verschiedene Altersgruppen sich davon angesprochen fühlen. Und sowas mag ich total gerne und sowas würde ich auch gerne weiterschreiben, auch für andere Projekte. Was ich jetzt konkret da in der Denke, in der Mache habe, das ist eine bisschen ältere Zielgruppe tatsächlich. Ja, junge Mädchen, junge Frauen, so zwischen 15 und 20 Kernzielgruppe. Also das ist so eins der Hauptprojekte, die ich jetzt gerade in der Denke, in der Mache habe. Bisschen Zeitreise. Okay. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde das weiter verfolgen. Und ich habe jetzt noch zwei so ganz allgemeine Fragen. Was ist denn der beste Rat, den dir jemals jemand gegeben hat? Einfach machen. Nicht so viel nachdenken. Das stimmt wirklich. Also manchmal ist vielleicht erscheint die Hürde so hoch und man denkt immer, es könnte dies und das und jenes passieren und dafür bin ich auch prädestiniert. Also ich liege manchmal nachts wach und denke in allen Details schon im Voraus, irgendwie, was könnte passieren und was wäre, wenn. Wobei ich bin Zweckpessimistin, also ich denke dann schon mal erst so, wird vielleicht nichts. Aber trotzdem bin ich auch so selbstbewusst, dass ich dann auf der anderen Seite denke, nee, warum eigentlich nicht? Das mache ich jetzt einfach mal. Und ich habe gerade durch Miep und Moppe erfahren, die Leute, die begrüßen dich oder begrüßen mich jetzt in dieser Buchwelt auch mit offenen Armen. Ich habe schon so viele, also ich bin jetzt erst seit einem Jahr bei Instagram auch und es ist unglaublich. Ich habe ja am Anfang wirklich ganz ehrlich gedacht, das kann doch nicht sein. Die können nicht alle so nett sein. Und was machen diese Leute da wie befreundet? Ihr kennt euch nicht. Ihr kennt euch nur über die sozialen Medien. Das kann doch einfach nicht angehen. Doch, es kann angehen. Und diesen Sprung, ich will es gar nicht kaltes Wasser nennen, sondern einfach einen Sprung zu wagen und das Leben ist einfach viel zu kurz, um auf irgendwas zu warten. Also ich habe zwar ein bisschen länger gebraucht, aber ich würde allen nur empfehlen, ob ihr jetzt 15 seid oder 25 oder 45, 55, macht einfach. Macht einfach, worauf ihr Bock habt, wenn ihr die Zeit dafür habt und es macht so viel Spaß und es bringt so viel positive Energie. Und dieses, mach einfach. Das ist ein guter Rat. Ich finde, das ist ein für sehr alles. Guter Rat, denn ich für bin alles. Auch so eine Person wie du. Ich kann Sachen tot denken. Also ich sitze auch manchmal und denke, was ist, wenn das passiert und dann könnte das und dies und das und dann denke ich mir so, was ist, wenn es nicht passiert, dann sind diese ganzen Gedanken einfach vollkommen umsonst. Deswegen ist es ein sehr, sehr schöner Rat, danke dafür. Gerne. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage und zwar, ich stelle immer vor, eine gute Fee kommt sich besuchen und du hast einen Wunsch frei. Du darfst dir aber nicht drei weitere oder wie auch immer wünschen. Was würdest du dir wünschen und warum? Ich würde mir wünschen, dass der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, ich bleibe mal bei der Buchwelt, weil es gibt natürlich Gesundheitsglück, ne? das Übliche, das ist natürlich Voraussetzung für alles, aber ich bleibe mal bei der Buchwelt. Ich würde mir wünschen, dass das jetzt wirklich der Startpunkt ist für das, wovon ich schon lange geträumt habe, nämlich, dass ich irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich vom Bücherschreiben leben kann, weiterhin in dieser superschönen Welt irgendwie unterwegs sein darf. Mit den netten Leuten, so wie dir. Und es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Das wäre mein Wunsch. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Danke. Ich denke, du hast das Potenzial, das zu schaffen. Du bist ein ganz, ganz freundlicher Mensch. Danke. Und ich freue mich sehr, dass du mit mir dieses Interview gegeben hast. Wir sind jetzt auch schon am Ende. Also Dito. Vielen lieben Dank. Und das war es dann auch mit meinem Video. Wie gesagt, ich werde ihre Kanäle verlinken und natürlich auch ihr Buch. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es ist eine zuckersüße Geschichte. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!